Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es wieder um meine Favorite Piece der Woche. Los geht's. So Leute, ich habe mich erneut auf die Suche gemacht, meine Favorite Pieces der Woche rauszusuchen. Ihr werdet sehen, es sind keine 10 Pieces der Woche geworden. Ich muss dazu sagen, es fällt mir diese Woche auch extrem schwer, 10 Pieces rauszusuchen, weil kommende Woche ist natürlich die Black Friday Woche. Es werden jede Menge Shops die krassesten Sachen rausballern. Ich habe auf jeden Fall vor, für kommenden Mittwoch auf jeden Fall ein neues Video noch zu machen für die coolsten Deals and Steals für den kommenden Black Friday, so werde ich das Ganze auch nennen. Deals and Steals. Ja, ich denke, das Ganze sagt schon für sich, dass auf jeden Fall die besten Schnäppchen zusammengesucht werden, die besten Shops, die größten Rabatte. Wo sollt ihr gucken? Welche Shops empfehle ich euch? Das werde ich auf jeden Fall für Mittwoch vorbereiten und ja, ich denke, das kann man für den Black Friday ganz gut gebrauchen. Am Black Friday selber, und das werde ich in dem Mittwoch-Video auch nochmal wiederholen, werde ich tagsüber auf Instagram, in meinen Instagram-Stories wirklich die coolsten Sachen reinballern, die ich finde und die ich dann nochmal irgendwie nicht vorab sehen konnte, die ich dann nochmal entdecke. Aber wie gesagt, das Ganze kommt am Mittwoch. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Favorite Piece der Woche. Es sind wirklich sehr nice Pieces dabei, die ihr wahrscheinlich dann am Black Friday auf jeden Fall nicht mehr bekommt. Deswegen, ja, gehen wir einfach mal durch und ja, fangen wir einfach mal an. So Leute, fangen wir an mit dem Piece Nummer 1. Und Piece Nummer 1, wie ihr seht, ist es ein Piece, was in keinem Video bzw. in keinen 10 Favorite Pieces der Woche fehlen darf. Und das sind das Thema Flannel. Und gerade aktuell wirklich immer wieder nice to see, dass so viele coole Varianten gerade auf den Markt kommen. Und auch hier habe ich wieder, ich denke, ein ganz cooles Schnäppchen gefunden, was es aktuell bei Zalando gibt. Für nicht mal 40 Euro, knapp 39 Euro. Von Pull&Bear, hat eine sehr, sehr coole Farbkombo. Ich mag dieses Khaki auf jeden Fall noch mit drin. Also nicht nur immer diese beige-brauntöne, sondern dieser Mix mit Khaki, kann man das sehr cool mit einer Khaki Cargo-Hose oder ich sag mal verschiedensten Sachen kombinieren. Auch hier mit dieser schwarzen Hose sieht es ganz nice aus, aber ich finde die Farbe einfach echt cool und ich muss sagen, das hat mir echt gut gefallen. Preis-Leistung spricht auf jeden Fall für sich. Größentechnisch auch noch alles am Start. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, checkt den Link wie immer unten in der Infobox. Da könnt ihr die Sachen finden und ja, Piece Nummer 1 auf jeden Fall. Eine leichte Jacke als Flannel, so ein Mix auf jeden Fall. So, machen wir weiter mit Piece Nummer 2 und das Piece Nummer 2 bin ich echt verwundert, dass ich den Schuh noch gefunden habe für einen Retailpreis und den gibt es noch in einer Größe. In UK 8,5. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Größe. Wir schauen mal ganz kurz. UK 8,5 ist auf jeden Fall ein 43, eine sehr, sehr gängige Männergröße. Und es ist für mich wirklich einer der Steals der letzten Woche. Und das ist der Nike Dunk High SB. Ich habe sogar selber versucht, diesen Schuh zu bekommen. Ich habe ihn nicht bekommen. Keine Ahnung, warum der jetzt noch drin ist. Ist auf jeden Fall nicht ausverkauft. Und das ist für einen Nike Dunk High wirklich aktuell. Und in so einem Colorway total ungewöhnlich. Wenn ihr Bock drauf habt, checkt das auf jeden Fall ab. Der Schuh ist mega nice, kann ich euch sagen. Und ich mag dieses leicht gräuliche mit dem Weiß in der Kombo. Und für 145 Euro ist es wirklich für den Nike Dunk ein mega Stil. Da müsst ihr auf jeden Fall schnell sein, weil es wirklich nur noch eine Größe da. Ich weiß nicht, wie viele Pieces davon noch da sind. Aber mir hätte wirklich extrem gut gefallen. Und schade, wäre der in meiner Größe, wäre das auf jeden Fall jetzt meiner. Leider ist es nicht meine Größe. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 2 und Piece Nummer 2 sind wir bei dem Thema Jeans. Ich bin ja gerade so ein bisschen auf dem Thema Jeans so ein bisschen hängen geblieben, weil ich finde, ja, klar, Anzugshosen etc. sehr, sehr nice, aber gerade aktuell, ich mag dieses Ruffe, dieses Vintage etc. bei Jeans im Moment extrem gerne und hier gibt es jetzt gerade bei Urban Outfitters echt eine coole Jeans, muss ich sagen, die hat mir echt gut gefallen, wie ihr seht, die sieht schon echt gut abgerockt aus, hat einen sehr, sehr coolen Fit, muss ich sagen. So leicht ein Loose Fit, Straight Cut und finde ich für den Zahn der Zeit, wie das gerade sitzen muss, echt gut. Und für fast 60 Euro finde ich es auch vertretbar. Also wie gesagt, was ich gut finde, dass hier diesen wirklich diesen Vintage Flair schon mit drin hat. Die sieht schon echt ein bisschen abgerockt aus etc. Und ja, hier steht auch recycelt. Ich weiß nicht mal, ob es wirklich schon getragene Jeans sind. Also da bin ich jetzt überfragt. Aber wie ihr seht, größentechnisch noch die wichtigen Größen sind am Start. 32, 30, bisschen was von 34 ist noch am Start. Die gecroppte Variante 34, 30 vielleicht nicht mehr. Aber ich sag mal, alles andere könnt ihr noch bekommen. Und ich finde es auf jeden Fall sehr fair. Deswegen checkt es auf jeden Fall ab. Wer so eine schwarze, ausgewaschene Jeans haben möchte und nicht gerade einfach auf ja, ins Blau hinein so eine Vintage Levi's sich holt, wo man dann, ich sag mal, natürlich das mega krasse Piece bekommen kann. Aber man kann auch eine Schrott-Jeans bekommen. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Die sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece sind gerade einfach Tote Bags. Also
Das Thema Totebags ist wirklich so gerade das Accessoire, ich meine diese Umhängetaschen etc. ist so alles so ein bisschen natürlich eingelaufen, fast jeder läuft damit rum und viele sind einfach umgestiegen auf so eine coole Totebag, die zu ihrem Outfit kombinieren und ich persönlich feiere das auch. Allerdings ist natürlich auch das Thema Paisley-Muster wirklich up to date. Viele setzen auf Paisley-Muster, viele mögen das Thema und ich habe gedacht, hey, schau es einfach mal rein, weil nicht jeder kann so ein Paisley-Hemd oder sowas tragen. Ich finde das echt ein bisschen schwierig und ich habe da wirklich ein cooles Piece gefunden und zwar eine Paisley Tote Bag. Muss man dazu sagen, ist nicht günstig, aber für, ich sag mal, für 80 Euro kriegt ihr auch so ein kleines Piece, was nicht jeder hat. Und ich finde es extrem nice, weil das könnte eurem Outfit so ein bisschen ja, so einen Paisley-Touch geben. Aber ihr lauft nicht rum wie jemand, der All-Over-Paisley-Hemd oder Paisley, was weiß ich, anhat. Komplettes Outfit gibt es ja wirklich die wildesten Sachen, die von Prominenten getragen werden. Dann machen das viele Leute nach. Und es sieht nice aus, aber es ist nicht jedermanns Sache. Und vor allen Dingen nicht alltagstauglich. Wie gesagt, wer das Coolste und Trendigste und sowas haben, kann das gerne tragen. Für mich persönlich ist es nicht ganz so sehr was, weil, ja, keine Ahnung, ich sehe mich in diesem Muster einfach nicht. Und ich finde aber, dass das eine sehr, sehr coole Art und Weise ist, das Ganze zu seinem Outfit zu kombinieren, ohne dass man wirklich komplett ja, so auffällig rumläuft. So ein kleines Accessoire als Tasche finde ich sehr nice. Kann man auf jeden Fall machen. Natürlich 80 Euro sehr teuer, aber für eine Tote Bag auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch wirklich nicht ein Piece, was man an jeder Ecke findet. Und deswegen finde ich es als Variante sehr cool. Gibt es in drei Farben. In diesem Rot, in Blau. Ich hätte sie in Schwarz auf jeden Fall am meisten gefeiert, aber gibt es leider nicht. Und dann noch in so einem, ja, Pink. Aber ja, das ist gar nicht mein Fall. Aber auf jeden Fall eine sehr coole Variante. Und wer sowas sucht, beziehungsweise so ein bisschen dieses Paisley-Thema bei sich mit reinpacken möchte. Und wie gesagt, mal ein bisschen was anders ausprobieren möchte, checkt das auf jeden Fall ab. Auch hier findet ihr den Link unten in der Infobox. So, wie gerade schon beschrieben, Thema Jeans und ich bin immer wieder auf der Suche nach, ja, der perfekten Jeans eigentlich aktuell, ob es jetzt zu Jordans oder zu Converse, Chucks oder sonstige normalen Sneakern etc. ist, wirklich nicht so einfach und ich muss sagen, diese Jeans habe ich jetzt auch mal bestellt, die werde ich mir auf jeden Fall mit euch zusammen auch anschauen, aber ich fand sie wirklich von der Waschung her extrem nice. Man kann gucken, ob man an der Hose ein bisschen was ändert, aber sie hat einen sehr, sehr coolen Straight Fit, mag ich extrem, sehr, sehr coole Waschung, noch gar nicht abgenutzt, also wirklich eine nagelneue Jeans, das fehlt natürlich an der Hose, so ein bisschen der Vintage Flair würde auf jeden Fall noch gut tun, aber ich finde sie echt cool und ja, gefällt mir vom Fit extrem gut und ich schaue sie mir einfach mal an, mal sehen, aber die Empfehlung ist raus und der eine oder andere, der sowas sucht, kann das gerne abchecken, auch hier findet ihr den Link, wie immer unten in der Infobox, größtentechnisch war jetzt für mich das Wichtigste auch noch am Start, also echt nice. Guckt das auf jeden Fall an, falls ihr so eine hellblaue Jeans sucht und nicht einfach das Thema Vintage Levi's aufgreifen möchtet. Beziehungsweise ich kann euch sagen, und ich bin ja von dem Thema schon ein paar Wochen zuvor quasi mit auf euch zugekommen, habe das Ganze so ein bisschen distressed, do it yourself etc. Die Hosen, die ich verlinkt habe in diesem Light Wash Blau, sind komplett ausverkauft. Mehr kriegt sie nirgendwo mehr. Also alles, was ich gefunden habe von Vintage Levi's Hosen, die Adressen, die ich hatte, sind alle leer gekauft. Das will ich jetzt nicht auf mich schieben, ganz im Gegenteil. Vielleicht hat sich nur der eine oder andere was davon gegönnt, weil das ist natürlich auch ein Thema, was nicht jeder mag. Aber ich will mit euch sagen, dieses Thema Vintage Levi's ist wirklich gerade mega im Trend, mega im Hype. Und als coole Alternative ist diese Hose auf jeden Fall geeignet. Die hat wirklich den gleichen Look, die gleiche Passform für die optimale Weise. Wobei ich sagen muss, wenn ihr jetzt eine Vintage 501 euch shoppt, da gibt es ja auch verschiedenste Varianten von. Also man denkt jetzt, ich kaufe mir eine 501 etc. Dann sehen die alle gleich aus, auf gar keinen Fall, denn die sind von, es gibt verschiedene Jahrgänge, auf jeden Fall unterschiedlich geschnitten, ob sie die Taschen oder ich sag mal auch ein bisschen die Passform ist, etc., die sitzen alle ein bisschen anders und ja, mir gefällt diese Passform, wie hier auf dem Bild zu sehen, ist echt, echt extrem gut, das wäre auf jeden Fall meine Wunschvorstellung an einer Vintage Levi's und ja, wie gesagt, checkt das auf jeden Fall ab. So Leute, dann haben wir schon den ersten Stil hier am Start, der eigentlich für kommende Woche auch noch interessant sein dürfte, aber ich finde diese, ich sag mal, ja, Marinemantel, diese Crop-Mantel
Sehr, sehr nice. Ich mag das, wenn die so ein bisschen in die Hüfte aufhören. Ich habe selber einen, ne, ich habe sogar zwei davon in dunkelblau. Allerdings in beige habe ich keinen. Und es ist natürlich nicht in diesem Streeting-Bereich mehr, in dem Casual-Bereich zu sehen. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr sowas kombiniert mit einem Hoodie, es sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Und die Farbe etc. passt extrem gut. Zum Beispiel, wenn ihr Creme oder Grau oder sonstiges dazu kombiniert, kommt extrem nice. Es gibt den natürlich auch in verschiedenen Farben. Es gibt den auch noch in Schwarz und es gibt den auch noch in Blau. Und alle drei Mäntelvarianten, wobei ich sagen, Beige würde mir jetzt persönlich am besten gefallen, weil Marineblau habe ich. Und hier ist Marineblau und Schwarz. Ja, ich habe verschiedene andere schwarze Varianten. Deswegen wäre für mich auf jeden Fall das Thema Beige gerade das, was ich suchen würde. Und für 70 Euro so einen Mantel in der Qualität, kann ich sagen, werdet ihr nach dieser Woche auf jeden Fall nicht mehr bekommen. Und checkt das auf jeden Fall ab vom Mango Man und gefällt mir auch extrem gut. So Leute, kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece ist natürlich etwas, was schon sehr, sehr lange bei mir auf der Liste ist und das ist einfach ein brauner Hoodie. Ich suche immer noch nach einem sehr, sehr braunen, sehr, sehr coolen braunen Hoodie. Ich muss dazu sagen, es gab letzte Woche ein Fear of God Essentials Drop mit braunen Hoodies, allerdings auch wieder mit diesem, ich sag mal, Essentials auf der Brust. Den Drop habe ich verpasst. Muss ich sagen, dass ich da einfach ein paar Sekunden zu spät online war. Meine Größe gab es noch, ich konnte aber nicht mal auschecken. Gut, kann passieren, ist nicht so schlimm. Und vor allen Dingen immer nur den gleichen Hoodie ist auf jeden Fall auch nicht wirklich nice. Ein bisschen Variation ist auf jeden Fall auch cool. Und ich kann euch sagen, ich habe einen Stussy Hoodie und die sind für mich mindestens gleichwertig. Von der Passform her, vom Materialien her etc. ist wirklich ein sehr, sehr cooler Hoodie. Und der Hoodie steht wirklich ganz, ganz oben bei mir auf der Liste. Ich würde zum Beispiel bei mir, die fit nicht ganz so groß wie die Essentials Hoodies, deswegen würde ich da bei mir in die Größe Large tendieren. Den Hoodie, den ich habe, ist auch eine Large-Variante. Und ja, das ist genau das, was ich suche. Und vielleicht sucht der ein oder andere ja auch noch einen braunen Hoodie, deswegen hier die Empfehlung für zu meinen Favorite Pieces der Woche. Ja, sehr, sehr nice. Wirklich eine dicke, dicke Empfehlung. Und ja, auf jeden Fall, das ist der Hoodie, den ich auch noch empfehlen würde. So Leute, und dann kommen wir zum letzten Piece und das letzte Piece ist eine Jacke, die ich gefunden habe bei Endclothing und zwar gab es diese Woche die Kollabo zwischen Nike und Jerry Lorenzo, so eine Basketball-Collection, ganz kleine Kollektion und ich weiß nicht genau, warum die noch am Start ist und hier noch bei Endclothing gibt. Man muss dazu auch sagen, die ist glaube ich ca. 50 Euro teurer, aber es gab die zum Beispiel bei der Nike-Seite oder bei Beasten oder sonstigen Stores und die ist überall weg und ich habe sie hier einfach noch gefunden, in allen Größen, alle Varianten, natürlich 50 Euro teurer, aber wenn ihr zu irgendeinem Reseller geht und euch die Jacke irgendwie, ich sag mal bei eBay Kleinanzeigen, Kleiderkreise etc. kauft, ist sie auf jeden Fall noch viel, viel teurer, deswegen checkt das auf jeden Fall ab und ja, ich bin echt verwundert, manche Sachen kriegt man bei Endclothing einfach noch, die man woanders nicht bekommt und ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. So Leute, und das war's auf jeden Fall wieder mit meinen Favorite Pieces der Woche. Wie gesagt, es sind keine 10 Pieces geworden, aber ich denke, für die kommende Woche werden wir auf jeden Fall noch die ein oder andere Schnäppchen finden, denn ja, Black Friday steht an. Wie gesagt, alle Infos zu meinen Favorite Stores etc. kommen Mittwoch und dann nochmal freitags in meinen Instagram Stories, die wirklich die coolsten Stores, die coolsten Schnäppchen, wie ich finde, die ihr noch so bekommen könnt. Deswegen auf jeden Fall, checkt es auf jeden Fall. Vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo da zu lassen und ein Like. Das würde mich auf jeden Fall mega unterstützen. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und dann sehen wir uns am Mittwoch, denke ich mal, wieder. Peace, Leute. Ciao.